Traditionell ist der Golf eher das stärkste Modell des Bestsellers. Daran ändert sich auch mit der jüngsten Auflage nichts. Mit 320 PS und einem maximalen Drehmoment von 420 Newtonmetern übertrifft der neue Golf R alle bisherigen Golf R Modelle. Um die Kraft optimal auf die Straße zu übertragen, wurde von Volkswagen ein neues 4Motion Allradsystem mit Torque Vectoring an der Hinterachse entwickelt. Das ist ein absoluter riesengroßer Schritt zum Vorgänger, also für mich ein absolut großer positiver Schritt, den wir gemacht haben mit dem neuen Antriebsstrang. Ich als Rennfahrer oder ich als Pilot kann das Auto jetzt übers Gaspedal lenken, wenn man es so runterbrechen will. Man muss sich das so vorstellen, der Torque-Splitter agiert wie eine variable Differentialsperre an der Hinterachse. Das bedeutet immer, das kurvenäußere Rad, wo ja meine Last vom Auto drauf liegt, kann natürlich mehr Kraft übertragen als das kurveninnere Rad. Und genau das macht jetzt der Torque-Splitter. Wenn ich neutral in eine Kurve hineinfahre und möchte jetzt das Auto ein bisschen mehr drehen, gehe ich einfach etwas mehr ans Gas und das Auto wird sich drehen. Das maximiert den Fahrspaß und minimiert die Rundenzeit. Das ist übrigens ein elementares Bauteil gewesen, warum wir auf der Nordschleife eben weit unter 8 Minuten fahren konnten und 19 Sekunden schneller sein konnten als der Vorgänger. Optional kann der Golf R mit einem R-Performance-Paket bestellt werden. Dann wird die Höchstgeschwindigkeit auf 270 Stundenkilometer angehoben. Dazu gesellen sich ein größerer, markanter Heckspoiler für zusätzlichen Abtrieb an der Hinterachse, speziell designte 19 Zoll Felgen und die zwei zusätzlichen Fahrprofile Special und Drift. Genau, wir haben nämlich auch mit dem R-Performance-Paket zwei Geheim-Modis oder zwei Untermodis im Race-Mode verbaut, die zum einen natürlich für das Thema Drift, also maximaler Fahrspaß, viel übersteuern. Da sage ich immer so der klassische Dreiradantrieb, denn da gehen wir hin und bringen die Kraft, die nach hinten kommt, bis zu 100% auf ein Rad, ja? Rechts oder links. Somit sind echt klassische Drifts möglich mit dem Fahrzeug bei ausgeschaltetem ESC. Und der Special Mode, unser Nürburgring Mode, mit dem Mode wir sehr viel auf dem Nürburgring unterwegs gewesen sind und letzten Endes auch die fantastische Rundenzeit gefahren sind. Preise für den neuen Golf R starten ab 50.220 Euro.